Holla, die Waldfee. Hier lässt Lena Gerke ganz schön tief blicken. Egal ob im dicken Jumper oder im sexy Abenddress, das Model ist immer ein absoluter Hingucker. Tja, weggucken fällt bei ihrer neuesten Instagram-Story auch wirklich schwer, denn darauf trägt Lena einen sehr speziellen BH, der mehr aus Luft als aus Stoff besteht. Na, immerhin trägt sie ein Bustier. Den hat sie auch schon mal weggelassen, wie bei diesem verboten heißen Look der 33-Jährigen. Neben sexy darf's aber auch sportlich sein. Sport-BHs gehören ebenfalls zu Lenas angesagtem Outfit-Repertoire. Die Moderatorin weiß ganz genau, wie sie ihre Follower auf Trab hält. Schließlich ist sie als Designerin und Model ihrer eigenen Fashion-Marke in der Verantwortung, ihre Fans regelmäßig mit coolen Looks zu versorgen. Und dazu gehört ab und an auch ein verruchtes Styling. Die Follower freut's und Lena fühlt sich augenscheinlich auch super wohl. Schuss, Tor, Jubel und das gleich zweimal hintereinander. Borussia Dortmund feiert einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Vor grandioser Kulisse im berühmten Signal Iduna Stadion dürfen sich die sympathischen Ruhrpöttler freuen. Kein Wunder, dass man dieses Hochgefühl am liebsten mit seinen Herzensmenschen teilen möchte. Doch diese Freudenparty ist dann doch etwas ganz Besonderes. Denn einige der Spieler haben sich dazu entschieden, ihre Minimis mit auf den heiligen Borussenrasen zu nehmen. Haben wir zumindest Mats Hummels Sohn Ludwig schon des Öfteren auf Instagram zu sehen bekommen, erhaschen wir auf die Tochter von Starspieler Marco Reus bisher nur einen Blick von hinten. Bis jetzt. Denn der stolze Papa zeigt nun der ganzen Welt, wie niedlich seine Kleine ist. Mit Schnuller im Mund und süßen blonden Löckchen verzaubert sie die Fans. Die Kleine kommt ganz nach ihrem Papa und scheint sichtlich begeistert zu sein vom Stadiontrubel. Klar, in Papas Armen ist es ja auch am schönsten. Doch auch Ludwig kann seine Begeisterung nicht verbergen. Überglücklich springt er in Mats Arme und genießt mit ihm Hand in Hand die Atmosphäre. Einmal einklatschen mit Teamkollege Jude Bellingham und der kleine Ludwig wird zum Superfan gekürt. Was für süße Aufnahmen! Immer die richtige Schuhwahl, die trifft Silvio Heinevetter laut eigenen Angaben. Um das zu beweisen, gibt es ein überraschendes Foto und das ist sogar textilfrei. Eine, die den Profi-Handballer so nicht mehr zu Gesicht bekommt, ist Ex-Freundin Simone Tomalla. Im September 2021 wird ihre Trennung nach über 12 Jahren Beziehung bekannt. Das hindert Silvio allerdings nicht daran, den Kontakt zu den Tomallas gänzlich abreißen zu lassen. Zu Simones Tochter Sophia pflegt er immer noch ein inniges Verhältnis, wie dieses Foto zeigt. Die beiden nehmen ein ulkiges Selfie auf, darauf neigt die Moderatorin ihren Kopf und legt ihn auf die Schulter von Mamas Ex. Was Sophia wohl zu dem neuesten Foto von Papa Heine sagen würde, wie sie ihn liebevoll nennt? Der würde vermutlich auch der Mund offen stehen bleiben. Schließlich radelt der 37-Jährige durch einen Flur, völlig nackt. Nur ein Emoji verdeckt seinen Intimbereich. Ein durchtrainiertes Adamskostüm, das sich sehen lassen kann. Nur über die Schuhwahl lässt sich streiten, aber darauf achtet hier wohl niemand. Da staunt der Zimmerservice bestimmt nicht schlecht, als Heidi Klum die Tür im neonorangen Hauch von nichts öffnet. Das schöne Topmodel ist ja mehr als bekannt für seine freizügigen Auftritte. So präsentiert sich Heidi auch mal schnell splitterfasernackt, nur mit einer dicken Schicht Theaterschminke auf dem Rücken. Hier steckt die Germany's Next Topmodel-Moderatorin in den Vorbereitungen zu ihrer legendären Halloween-Party. In ihrem aktuellen Instagram-Post trägt die Vierfachmama da schon ein bisschen mehr. So zeigt sie sich in Neon-Orange. Verpackt wird aber nur das Nötigste. Die Kombi aus Longsleeve und Slip stammt aus einer Kollaboration der italienischen Luxusmarke Fendi mit dem Reality-Star Kim Kardashian. Kein Wunder, dass sich Heidi beim Inszenesetzen der Teile deshalb besonders ins Zeug legt. Das hat die Schönheit auf jeden Fall geschafft und präsentiert ihren Followern gleich eine komplette Bilderreihe hierzu. Auf der ersten Aufnahme postet das Multitalent ganz nach dem Motto Hot Hotter Heidi, einmal mit Rose im Mund und Ehemann Tom Kaulitz im Hintergrund. Auf dem nächsten Schnappschuss zeigt Klum sich mit köstlichem Essen im extravaganten Hotelzimmer. Sie selbst jedoch präsentiert auf einem Teller einen wunderschönen Pump. Seinen perfekten Body zeigt das Topmodel schließlich in Neonwäsche gekleidet beim Selfie vor dem Spiegel. Zu guter Letzt dürfen Heidis Fans noch einen Blick von hinten auf die Blondine erhaschen.